Ja, liebe Busfreunde, die Buslustig Scherzer ist heute zu Besuch bei Scharfs Autoreisen in Ehring oder Maria Thal haben wir es heißt. Wir haben schon ein bisschen rumgeschaut, es ist ja ein riesen Fuhrpark. Herr Martin Scharf hat Zeit für uns heute für ein kleines Gespräch. Herr Scharf, wir fragen jetzt mal nach bei Ihnen. Wir haben Corona, wir haben die Förderung, es ist einiges schon getan worden. Wie ist die aktuelle Situation bei Ihnen im Betrieb, was die Busreisen betrifft? Ja, die Buchungen laufen leider Gottes sehr, sehr schleppend an. Wir sind der Meinung, das ist aber auch eine kleine Meinung, die der Kunde hat, dass eigentlich ja in Bayern erst seit 22.06. die Abstandsregel abgeschafft wurde. Mit der bestehenden Abstandsregel sind wir eben der Meinung, dass der Kunde diese mehr als Reiseverbot gesehen hat, als Reiseerlaubnis. Das ist für uns der Punkt. Nichtsdestotrotz führen wir vereinzelt Reisen durch. Wir haben sicherlich Besetzungszahlen, die von der wirtschaftlichen Seite her sehr grenzwertig oder auch unter den Grenzwerten sind. Wir führen sie, wenn es einigermaßen geht, auf alle Fälle durch, einfach mit dem Thema ein Stück Werbung gesehen zu werden. Wir dürfen wieder unterwegs sein, wir sind unterwegs, wir wollen wieder den Reiseverkehr aufbauen. Das Busreisen als solches, wir haben ja alle Auflagen. Wie ist bei Ihnen jetzt den Kunden zu sagen, was musst du beachten, was betrifft die Maskenpflicht, was betrifft die Hygiene im Bus, wie ist das bei Ihnen? Also grundsätzlich haben wir ein Hygienekonzept entworfen und entwickelt im Haus. Bei uns sind das Fahrpersonal sowie das Büropersonal auch geschult über die ganze Hygienethematik. Somit bekommt der Kunde schon beim Anruf, bei der Erkundigung bzw. bei der Buchung schon Informationen bzw. Antworten auf seine Fragen. Zusätzlich haben wir noch im Haus ein hauseigenes Video, Informationsvideo erstellt über Hygienevorschriften. Das ist öffentlich gemacht bzw. wird auch in den Fahrzeugen abgespielt. Also kann sich jeder vorher erkundigen, was er einzuhalten, was gemacht wird, ja, wie die Hygiene durchgeführt wird, auch bei den Reisen. So, wir haben ja in Berlin durch diese Busdemonstration, da wo auch in München eine war, wo uns ja auch mit da waren, 170 Millionen Euro sind jetzt geflossen oder fließen gerade. Haben Sie auch einen Antrag gestellt für Ihre Reisebusse? Also im Moment stellen wir die ganzen Unterlagen zusammen, die einzureichen sind, und werden in Kürze ja den Antrag stellen. Wir wollen jetzt mal kurz einen Spruch auf Ihrem Bus sehen, weil den finde ich einfach auch aufmunternd für das Ganze. Ich sage, das Busreisen ist eigentlich das Schönste, was du machen kannst, wenn ich heute die Umweltverträglichkeit und alles zusammenfasse. Und jetzt sehe ich hier, jetzt Busreisen wieder erlaubt, aber sicher. Ist nicht jetzt auch der Zeitpunkt, dass man das Busreisen mit dem Bahnreisen wieder auf eine Ebene stellt und sagt, dem Busreisemarkt oder dem Busunternehmer die 7% zu geben, wie es die Bahn schon hat? Es steht im Konjunkturprogramm 2 klar drin von der Bundesregierung, dass umweltverträgliche Förderungen vorgezogen werden sollen. Das wäre doch jetzt genau ein Punkt. 7%. Wir sind absolut dafür. Die Forderungen bestehen ja nach wie vor, die 7%. Der Grund ist ganz einfach. Die Wettbewerbsvergleich ist einfach mit 7 oder 19% nicht gleich. Ja. Ja, man muss halt einfach sagen, wenn ich jetzt die Regierung sozusagen beim Wort nehme und sage, sie wollen Umweltverträglichkeit fördern und wollen dafür das Geld eher ausgeben, dann muss ich genau dieses Fahrzeug mit so einem Slogan auch drauf fördern und ihnen die 7% sozusagen in nächster Zukunft auch geben, um die Existenzen zu sichern. Das wäre jetzt unser Bestreben. Ja. Wie gesagt, wir sind da voll der Meinung, obendrauf sind wir das sauberste Verkehrsmittel, das umweltfreundlichste Verkehrsmittel über alle. Und darum ist für mich Grund genug gegeben, Wettbewerbsverzerrung und das sauberste Verkehrsmittel. Herr Scharf, ich bedanke mich für das kurze Gespräch, informativ. Wir sind ja so, dass wir gerade auch Kleinigkeiten noch mitbringen, um die Stimmung wieder ein bisschen zu heben. Ich habe einen kleinen Bus von Busdemonstration Scherzer für Sie dabei. Da sind viele Ziele drauf, die Sie hoffentlich bald wieder alle anfahren dürfen. Besten Dank, ja. Freut mich, auch einen Kollegen bei uns im Haus zu stehen zu haben. Wir haben die eigenen sicherlich auch. Ja, ja, der Appell, nicht Kopf hängen lassen, Kopf hoch.
Es wird anstrengend, aber es geht weiter. Es geht weiter. Da bin ich auch der Meinung. Danke fürs Gespräch. Gerne, danke.